250, 300? Alter, das war sogar teuer, 500 Euro finde ich teuer. Oh mein Gott, okay, 500 Euro ist wirklich teuer. Der Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Leute, ich glaube, in meinem letzten Video habt ihr meine gesamte Wohnung, meinen gesamten Intimbereich bis aufs letzte Detail ausgekundschaftet. Wer das noch nicht gesehen hat, ich habe es zur Sicherheit jetzt nochmal hier unten verlinkt. Nach einem Jahr war es endlich mal Zeit, eine Roomtour zu machen. Natürlich die auf Instagram immer dabei sind, wissen natürlich schon Teile, wie es da aussieht. Aber jetzt die volle Länge und die komplette Katastrophe hier online. Leute, auf meinem Instagram-Kanal explodiert. Momentan bekomme ich so viele Fragen zur neuen Modemarke M&M, die ja im September erscheint. Ich bin schon mega gespannt. Die Qualität, wie ihr wisst, wird Bombe. Die kommt aus Portugal. Preislich werden wir natürlich durch den Qualitätsunterschied auch ein bisschen mehr draufzahlen müssen, aber es lohnt sich auf alle Fälle. Drum seid gespannt, bis im September dann endlich losgeht mit meiner Marke M&M. Aber wir wollen gar nicht mehr länger quatschen, was passiert heute. Ihr lest es ja eh schon im Titel. Es gibt eine Reaction. Es gab jetzt ein Video von wem? Natürlich von unserem lieben Lion, der die Katja Krassavice vor die Linse bekommen hat. Der hat ja momentan alle Stars vor der Linse, die irgendwie ein bisschen Publicity für ihre Projekte brauchen. Bei Katja Krassavice ist das vermutlich ihr neuer Track, Gucci Girl oder wie auch immer der heißt. Ich habe ihn einmal gehört und ist auf jeden Fall ein Check, den man vielleicht öfter hören sollte. Ich werde mich nur ein einziges Mal selbst geißeln, das heißt, solange ich diesem Check entweichen kann, werde ich das auch dementsprechend so halten. Wir wollen gar nicht mehr länger quatschen, starten wir direkt hinein in das Video. Wie viel ist dein Outfit wert mit Katja Krassavice? In diesem Video haben wir einen kleinen Outfit-Check mit Katja Krassavice. Ja, wir kennen das natürlich schon, jetzt gibt es zuerst mal, glaube ich, länger Werbung, aber ich habe ja beim letzten Mal zu viel geskippt, werde ich jetzt trotzdem ein bisschen schauen. Ah, Bossbitch, ja, wir sehen es schon hier, das ist eindeutig Werbung für Katja Krassavice. Wir können was gewinnen, jawohl. Also wer was gewinnen will, schaut jetzt bei... Oh mein Gott. Also wer was gewinnen will, der schaut jetzt bei Katja Krassavice vorbei und wir schauen uns jetzt einmal den Ferrari an, im Gucci-Design. Oh mein Gott. Komm mal rüber. Wahnsinn, okay. 488. Ich bin kein Ferrari-Experte, aber ich glaube, das ist ein 488er in Weiß mit dem Gucci-Design. Wie man ein Auto nur so unfassbar verschandeln kann, frage ich mich auch. Aber ja, es ist auf alle Fälle flashig und promomäßig perfekt. Ich glaube nicht, dass das Fahrzeug ihr gehört. Das ist für die Promo entweder angemietet oder zur Verfügung gestellt von irgendjemandem. Was geht ab? Hörst du schon deinen neuen Song oder ja, was? Ja, Gucci Girl, oder? Ja, vielleicht muss man wirklich öfter hören. Also eins finde ich ja ganz schlimm, wenn man seine eigenen Tracks einfach auf und ab hört. Geht für mich einfach nicht. Das ist so, als würde ich vor meinem Spiegelbild onanieren. So circa fühlt sich das für mich an. Vor allem, wenn man dieses Lied produziert und das einfach ständig hört, also bei mir war es zumindest so, wenn man das einfach ständig hört, ist man einfach nur froh, wenn es endlich released ist und hört sich das privat eigentlich nicht mehr an. Aber hier natürlich Promo-Move, ganz klar. Okay. Sondern der auch Handbremse zieht nicht, dass der Wagen hier noch weg. Er schenkt dir direkt ein. Wirft dir vor, dass sie nicht Auto fahren kann mit ihrem blonden Hahn. Perfekt. Voll, ne? So Leute, wie versprochen haben wir jetzt. Okay, was sehen wir hier? Ich sehe gleich mal am ersten Blick natürlich den Louis Vuitton Belt. Das ist der klassische braune mit dem Louis Vuitton Monogramm und Schminke on fleek, würde ich sagen. Schaut ziemlich nice aus. Sie ist sehr braun gebrannt, ziemlich viel im Urlaub anscheinend. Wasserstoffblonde Haare, man kennt sie. Und das ist ein Louis Vuitton Pullover, den sie da auch anhat. Oversized mit dem Gürtel in der Kombi, finde ich nice. Katja hier. Mhm. Ich sehe schon, du bist mit einem richtig schönen Wagen gekommen. Ja, original Gucci. Original Gucci, Leute. Ein Gucci Ferrari. Ja. Das ist deiner. Das ist leider nicht mein Auto, aber der ist vom Musikvideodreh für Gucci Girl. Ah. Komplett verliert, alles einzeln aufgeklebt. Ah, okay, den habt ihr jetzt eben gerade beim Dreh benutzt. Genau. Okay, darf ich dann fragen, für welchen Song? Für Gucci Girl, Gucci weil ich drehe jetzt Songs für mein Album, mein erstes Album, es kommt im Jahr. Okay, sie bringt ein Album raus, warum nicht? Ich würde nicht sagen, dass ihre Tracks mit Shirin David mithalten können, aber das Marketingkonzept von Shirin David geht ja perfekt auf. Also warum nicht nachmachen? Ja, also... Kann schon funktionieren. Okay, dann würde ich mal sagen, gehen wir jetzt rüber zu deinem Outfit. Ja. Lass mal bei deinen Schuhen anfangen. Was sind das für Schuhe? Das sind Louis. Ah, okay, das sind auch Louis Vuitton. Die habe ich schon gesehen im Store selbst. Finde ich mega cool, weil sie auch, man kennt es von diesen Gucci Slides,
eher dieses Bergsteigerprofil, sage ich jetzt mal dazu. Und das hat man hier eben auf die hohen Schuhe draufgesetzt. Wir sehen auch, sie hat Gucci Socks an, ja, diese beigen sehe ich da mit dem Gucci-Symbol oben. Und wir sehen natürlich auf den Schuhen genauso passend zum Gürtel, also wirklich gut abgestimmt, auch das Louis-Monogramm. Louis Vuitton-Schuhe. Ja. Und die kosten... 1000. 900, glaube ich. 900 Euro. Ja. Direkt bei Louis gekauft? Genau, Louis in Berlin, KDW. Ja. Der hattest du jetzt aber nicht beim Dreh an, ne? Nee, ja. Ich bin ja Gucci Girl. Ah ja, Gucci Girl. Ja, also bin ich mal ein bisschen die Haterin von Gucci. So ein bisschen Louis, ja. Ne? Okay, spannend. Was haben wir noch? Socken sehe ich schon von Gucci. Ja, 200. Die hast du aber beim Dreh an gehabt? Nee. Auch nicht? Mhm. Ich habe alles customiert, also ich habe so angefertigten Gucci-Anzug aus Latex, mega. Echt jetzt? Mhm. Einen angefertigten Gucci-Anzug aus Latex. Ich muss dazu sagen, ich habe das Video noch nicht gesehen, aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, ist der von, na, der ist sicher nicht von Gucci angefertigt worden. Das ist, keine Ahnung, eine Kopie oder so. Okay. Was halt noch für so ein... Ich weiß es nicht, ja, also ich habe das Video nicht gesehen, keine Ahnung. Das weiß ich nicht, also das weiß ich wirklich nicht, das hat er selbst gemacht. Ah, okay. Ja, und diese Gucci-Socken, die kosten 200 Euro. Ja, 170 oder so. 170 ein Paar, ne? Ja, die gehen eigentlich noch höher, die sind richtig geil, die Glättglitzer, ich hab die noch in Pink. Ja. Überschön. Ja, okay, also wenn man die jetzt einmal wäscht, Glitzer bleibt da oder geht das bleibt weg? Da, alles bleibt gute da. Qualität. Ja, okay. Ja, bei 200 Euro für Socken will ich das auch hoffen, dass der Glitzer bleibt. Okay, Hose wollen wir nicht fragen, hast du nicht? Doch, hab ich. Ah. Hab ich auch zu spät gesehen, die Hose. Ich glaub... Auf den ersten Blick sieht sie nach No-Name aus, aber wer weiß. Versace. Versace, natürlich. Ja. Kann man es irgendwo sehen? Ja, da am V. Hier oben Versace, Leute. Mhm. Was zahlt man für so einen... Na, 300, 400 Euro. Nein, ich kenne mich mit Versace nicht aus, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, die habe ich sehr lange. Ich glaube, 400 Euro. 400 Euro? Ja. Direkt bei Versace im Store? Das weiß ich gar nicht, die ist von meiner Mom. Ich habe die jetzt lange. Ah, okay. Ja, das ist so eine Oldschool. Ja, so ein bisschen so Vintage-mäßig. Ja. Ne? Habt ihr die gleiche Größe so? Hä? Ihr habt die gleiche Größe? Ja, ja, aber jetzt nicht mehr, aber damals. Ah, okay. So richtig Vintage. Ja, okay, da konntet ihr euch immer so die Klamotten teilen ein bisschen. Ja, ja. Okay, spannend. Was haben wir noch? Ich sehe hier einen Gürtel. Ja, Louis. Louis? 350. Wie Gürtel? Wie viel kostet der denn? Das ist so ein Wendegürtel, rot und... Also ein Frauengürtel. Braun? Ich glaube, der kostet 200. 200? 300? Ja, ich glaube ein bisschen mehr. Der Wendbare so 300, 400 ja, Euro. Kann sein. Kannst du ja dann auf beiden Seiten tragen. Übergeil, ne? Ja, rot. Ja. Kaufst du deine Klamotten meistens online oder gehst du richtig einkaufen? Ich gehe in den Laden. Ich mache die Filme voll. Ah, ja. Gerne in den Laden rein. Perfekt. Also immer schön anprobieren und ja, dann erst kaufen. Genau. So, ne? Ja, okay. Was haben wir noch? Dein Pullover sehe ich auch. Mhm. Auch nur. Keine Ahnung, ich kenne das Modell nicht. Sehe ich zum ersten Mal, aber ich sage 700 Euro. Vuitton. Was kostet der? 800, glaube ich. 800 Euro? Ja, das ist aber voll bequem. Und auch schön warm, ne? Das Geile ist, man kommt von vorne und man denkt sich, was ist das? Was ist das? Und dann, wenn man sich umdreht, komplett ja. Printed. Ja. Okay, aktueller Stand 2650 Euro. Bin gespannt, wie es mit dem Schmuck noch ausschaut. Nice, den gibt es, glaube ich, in zwei Farben, ne? Ja. Einmal in Orange und was war das dann? Okay, ja gut, ich habe mir die Frauenkollektion nicht angesehen, aber wenn das irgendwie das Pendant zu dem orangenen Pullover und dem blauen Pullover ist, dass ja Samra und Capital Bra in ihrem Video zu Teledin anhaben, dann wird vermutlich die andere Version blau sein. Blau, glaube ich, ne? Das weiß ich nicht, ich glaube schon, es gibt da wieder zwei. Ja. Es gibt neue Kollektion auch gerade, ist gerade voll im Trend bei mir, dieses Gelb. Voll overprint, ja, momentan ist echt im Hype. Okay, was haben wir noch? Trägst du einen Schmuck? Ja. Louis Vuitton Armbänder, such mal ein bisschen rauf. Keine Ahnung, was das kostet, aber ich sag 250 Euro pro Armband. Das sind so, ich bin in den Laden gegangen, ich wollte alle haben. Achso, alle drei? Ja, also das sind noch mehr. Der kostet 120, ne? Oder? Ey, du weißt das? Ich glaube ja. Hast du auch? Nein, ich hab's mal befragt. Nein, das ist gut. 120 für den hier, ne? Ja, kann sein. Also 100 Euro einer, glaube ich, so ungefähr. 150 höchstens. Das kann man sich ja leisten, oder? Das geht sich aus. Ja. Und hier, dein Ring? Ist aber wirklich nicht schlimm, Freunde von Louis Vuitton. Ich habe da, sie haben mir ja meinen Gips heruntergeschnitten und ich habe da diese Anna-Bänder, mir die nicht selbst gekauft, sondern geschenkt bekommen. Und was ich weiß, kostet ja da auch eines 100 Euro. Das nächste Mal kaufe ich mal eines von Louis Vuitton statt von Anna. Mein Ring ist nichts Besonderes, den habe ich mir mal mit 16 gekauft.
ich hatte gar kein Geld und ich habe mir irgendwie, ich weiß nicht mehr, mit was, 100 Euro verdient, habe ich ihn gekauft. Dann hast du dir den direkt gegönnt. Ja, ne? Das ist nichts Besonderes. Aber genau das sind die Dinge, die eine Person ausmachen. Also die Story dahinter, hinter dem Ring finde ich mega, mega cool, weil das einfach auch, das ist nicht was, was man sich schnell mal kauft und das zieht man dann als Accessoire an, sondern das hat man immer oben und jedes Mal, wenn man drauf sieht, hat man eine Erinnerung an Zeiten, wo es einem noch nicht so gut gegangen ist. Also das finde ich mega, das Coolste. Nein, der Hoodie ist auch geil, der Pullover ist auch geil, aber das sind eben die Accessoires, die eine Person ausmachen. Das ist eben nicht Verkleidung. Man kann sich ja ein teures Geld Markenklamotten kaufen und sich damit verkleiden und sich irgendwie besser fühlen. Aber das sind die ganz persönlichen Dinge. Finde ich sehr, sehr cool, dass sie das immer noch trägt. 16, ja. darf ich fragen, wie alt du bist? 22. Ach, 22. Mhm. Ich habe angefangen mit 18 oder so. 18, ja. Okay, was hast du noch? Eine Rolex. Ja, klar, okay. Das ist jetzt schwierig, da gleich zu sehen. Okay, ich sehe es nicht. Rolex, Deja? Okay. Das ist, glaube ich, diese silber-goldene, die ich gar nicht. Ich finde, Silber und Gold sollte man einfach nicht kombinieren, das passt nicht zusammen. Ja, genau. Was kostet die? 12? 12, 15? Keine Ahnung. 13K. Mhm. Okay, sehr nice. Und auch direkt bei Rolex gekauft, genau. Wahrscheinlich. Ja, ne? Mhm. Okay, nice. Was haben wir noch, Katja? Erzähl mal. Nichts, oder? Nichts mehr? Nichts, oder? Siehst du noch irgendwas? Habe ich noch irgendwas an? Schau mal schnell. Okay, Katja, was haben wir noch? Hast du irgendwie eine Handtasche oder? Ja? Ja. Lass mich raten. Gucci? Nein, nicht Gucci. Wenn die heute so auf Louis Vuitton unterwegs ist, wird es vermutlich wieder eine Louis Vuitton-Tasche sein. Krass wäre natürlich eine Birkin Bag. Also Freunde, wer schon mal was von Birkin Bag gehört hat, da kostet, glaube ich, eine Tasche 30.000 oder so. Aber habe ich noch nie jemanden gesehen im Social-Media-Bereich oder in der Öffentlichkeit, der eine Birkin-Bag trägt. Ist auf der anderen Seite. Okay. Eine Louis-Tasche, keine Gucci. Eine Alltagstasche, Louis. Aber die frage ich mich, Alltag, ich gehe mit der irgendwie echt. Was zahlt man für die? 800, glaube ich. 800 Euro. Wie heißt die Tasche nochmal? Speedy. Speedy, ne? Das ist so die beliebteste... Die beliebteste Louis-Tasche, oder? Das ist so wirklich Basic Bitch. Das ist Basic Bitch-Tasche. Die gibt es auch in groß als Reisetasche. Die gibt es in größer noch, in kleiner noch und anderen Farben. Ja. Aber ich wollte einfach so braun. Entspannt. Okay, nice. Okay, dann haben wir alles, würde ich sagen, oder? Die war schon noch Portemonnaie. Portemonnaie, ja, das auch. Louis wahrscheinlich. Wahrscheinlich Louis, ja. Nicht wieder, ne? Nee. Na! Da ist nicht gut. MCM, ja, man spricht es eigentlich MCM aus, also Modern Creation Munich, deswegen MCM, aber vollkommen egal. Da war ich am Flughafen und mein Portemonnaie ist kaputt gegangen. Was zahlt man für so ein MCM-Portemonnaie? 250, 300? Also das war sogar teuer, 500 Euro finde ich teuer. Oh mein Gott, okay, 500 Euro ist wirklich teuer. Portemonnaie. Was hattest du vorher? Ganz viel. Ich habe mal als Geschenk so eine Tasche gekauft, habe ich 800 bezahlt, aber 500? Wahnsinn für eine Geldbörse. Ich auseinandergefallen. Okay, und da machst du jetzt mal ein gutes Portemonnaie. Ja, das sieht jetzt auch so aus, so Marke, aber ich gönne mir das auch wirklich nur, wenn ich muss, ja. Ja. Okay, ich gönne mir nur, wenn ich muss. Und sonst hatte ich noch... Nicht mehr? Nee, Dior Lip Gloss. Ein Lip Gloss, spannend. Ja. Das ist alles. Okay, Leute, Gesamtausschuttpreis nehme ich jetzt hier mal. 18.240 Euro. Mein Resümee, ich finde ein richtig stabiles Outfit. Ich habe nichts zu bemäkeln, alles sehr gut abgestimmt, alles mit Gedankengang. Das Einzige, dieser Louis Vuitton-Gürtel ist ein Wendegürtel und dadurch sieht man dieses Rot immer wieder durchblitzen und das haut halt irgendwie so diesen Orange-Look zusammen. Aber ansonsten, ja, das kann man jetzt nicht wirklich ändern und das ist wirklich schon Meckern auf höchstem Niveau. Ich finde das Outfit super, da steckt Personality drin, also... Props gehen raus an Katja Gassowitz. So, liebe Freunde, schreibt mir unbedingt eure Meinung zu ihrem Outfit und zu dem Gesehenen hin. Schreibt mir auch gerne was zu meiner Reaction. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen da. Nicht vergessen, September geht's los mit meiner neuen Modemarke MAM. Ihr wisst Bescheid. Ich verlinke euch jetzt noch hier und hier ein weiteres Video von mir. Schaut auf Instagram vorbei, MaxObimi. Da gibt es immer wieder Content, storymäßig, was spannend da. Bis dahin, das war's von mir. Euer Maximilian. Ah!